und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier im ATS unter der Version 1.48. So, wir schauen uns heute den Peter-Build an, nämlich von Smarty aus dem Steam Workshop. Ja, so sieht's aus, meine Damen und Herren. Und wir gucken mal, was wir mal alles machen können, wie der Hubel so aussieht und was es da so alles gibt. Also es ist der 1949er Deckcap, dann gibt es eine 52er Variante, das sieht man hier ganz gut. Dann die Mercury-Variante. Das sind noch alte Buden hier, hä? Wahnsinn. Dann aus Aluminium, dann hier noch den hier. Unterscheiden die sich hier nochmal nicht? Warte mal, wie 36 und der Mercury, ne? Also hier alles nochmal ein bisschen anders mit dem Emblem und so, ne? Dann hier nochmal Aluminium. Wir nehmen jetzt mal den hier. So, Wahnsinn, ne? Was für eine Bude. 216er Länge, wir haben 192er. Das ist die hier dann hier und dann den hier nochmal. Ja, dann müsst ihr euch dann raussuchen, was euch hier gefällt. So, Motorisierung von 150 PS bis 475, dann ist Zapfenstreich. 10 Gänge gibt es 13 Gänge ist das höchste der Gefühle. Interieur, ja, das ist noch old but gold, würde ich jetzt mal schwer behaupten. Ne? Was jetzt doof ist, ich sehe hier natürlich nicht das Interieur, das ich gerne hätte, nämlich das große, weil ich habe ja von außen, oder warte mal, ja, von außen habe ich ja eigentlich hier noch diese Kiste dran, wo du von außen einsteigst. Aber wenn ich hier durchgucke durchs Fenster, sehe ich eigentlich hinter mir die Straße. Da sollte jetzt eigentlich diese Box sein. Das ist ein bisschen schade, ist nicht so ganz so gut gelöst. Hier müsste quasi die Box sein, die sieht man jetzt hier nicht. Aber nur, dass ihr es schon mal gesehen und gehört habt. So, hier braune Optik, dann haben wir hier Farbe. Es sind ein paar Sachen mit dabei, ihr könnt ein bisschen rummalen, wenn ihr wollt. Gibt es hier noch einen Skin mit dabei. Und richtig schöne, coole Sachen. Ansonsten, die farbliche Sachen sind hier auf alle Fälle mit am Start. Finde ich schon mal richtig, richtig, richtig gut, das Ganze hier. Ne? So, lassen wir einfach mal. Anbauparts. Natürlich gibt es was mit on top. Wir haben hier nur eine Rundumleuchte, finde ich auch ganz cool. Mal so in der Mitte. Coole Sache. Es gibt hier zweierlei Tröten. Hier auch positionsgleich, hier schon. Beide Seiten. Auch dann hier lackiert. Eine große. Dann auch hier in Chrom. Oh, coole Sache. Dann geht es weiter. Wir haben zwei Lampen. Wir haben drei Lampen. Farbig und lackiert. Also da müsst ihr euch dann auch raussuchen, hier, was euch denn hier gefällt. Ich nehme es jetzt mal lackiert, weil es mir gefällt. So, Sonnenblende gibt es natürlich auch in verschiedenen Varianten. In Chrom. Finde ich auch ganz cool. Auch schön lackiert hier. So, dann geht es hier weiter. Was haben wir da? Spiegel auch lackiert. Oh, cool. Guck mal hier. Ich schätze mal, es wird Blinker sein. Gucken wir mal. Lass uns überraschen. Paint, Plaste und Chrom. Nehmen wir mit. Exclusive. Peterbilt. Ja, auch Dull. Chrom, Paint. Offen. Boah, müsst ihr auch gucken. Was gibt es hier noch für schöne Lampen? So, Single Paint. Single Dual Paint. Das, das, das. Wahnsinn. Also richtig, richtig coole alte Sachen. Gerne. Ich sage immer Old But Gold hier, ne? Hier gibt es noch vorne so einen Frontschutzbügel, so einen kleinen. Lass ich jetzt aber mal weg erstmal. Warnflaggen brauchen wir mal nicht. Hier haben wir noch große Stoßstangen mit dabei. Deep, Chrom, Tampa 2, Range. Boah. Coole Sache. Und hier dann natürlich noch Oversize Load. Wenn ihr das wollt, könnt ihr, müsst ihr nicht. Je nachdem, auf was ihr da Bock habt. So, ich lasse mal hier Paint oder sowas. Ne? So, dann geht es hier vorne weiter mit dem Filter. Ich weiß nicht, gibt es ja auch hier mit Lampen? Wahrscheinlich ehrlich nie. Ne? Gibt es damals noch nicht so. Ne? Macht ja nichts. Standardgriff hier noch mit dabei. Nehmen wir Chrom. Hier, Chuck Paint auch mit Rivelblech. Nehmen wir mit. Tanks gibt es auch verschiedene. 240 Gallonen. Sieht dann so aus, passt. Hier noch der Schutz. Verschiedene Kotflügel hier noch mit am Start. Oh, sieht auch gut aus hier, ne? Coole Sache. Hier haben wir auch noch welche. Guck mal, die sehen auch schick aus. Oder komplette Palette. Ja, da müssen wir auch gucken, was einem hier gefällt. Ich lasse mal hier was Wurscht ist. Was haben wir da noch? Ich lasse mal die alten. Und dann hier natürlich noch Gummins plus Detroit Diesel. Oh, sieht auch cool aus. Also ganz viele verschiedene hier auch noch Schmutzlappen mit dabei. Auch Peterbilt, Smarties, Customs, Werbung in eigener Sache, logisch. Also finde ich auch sehr schön, alles hier aus dem Steam Workshop, ne? Nicht zu vergessen, vielleicht nochmal zu erwähnen hier. Richtig schöne Schmutzlappen dabei hier, gefallen mir. Aber ich glaube, ich will die hier, warte mal, waren die hier? Die, die finde ich gut. Genau, was haben wir hinten noch dran? Zwei Rundleuchten nehmen wir mit. Hier haben wir noch Tröten, die nehmen wir mal mit. Gibt es die immer noch auf. Ah, jetzt beiden Seiten. Oh, Alter, guck mal hier, ey. Sind die Vierer Single? Sechser Single? Sechser Single? Die Vierer Single gibt es gar nicht als doppelt. Ne, gibt es nicht, ne? Guck mal hier, ey. Alter, war das. Das bleibt. Mal gucken, dass wir nichts vergessen haben. Aber sieht schon richtig stark aus, oder? Geile Bude. Dann geht's weiter ins Interieur. Was kann man hier noch machen? Gibt es hier noch was zu machen?
Hier gibt es ein Navi, das nehmen wir mit. Hier gibt es noch ein bisschen so Klimbim, wenn man das möchte. Das bleibt alles. Hier haben wir noch, das war das hier. Hier gibt es noch ein bisschen Zeug zum Runterbaumeln. Standardschild, wenn man das möchte, kann man machen, muss man nicht. Hier wäre noch ein bisschen was hier, ne? Und dann sind wir eigentlich hier soweit erstmal durch Lenkräder. Ja, klar. Müsst ihr halt da gucken. Black Textur oder so, je nachdem, was ihr wollt. Oder ihr habt ja noch das DLC, die Lenkräder. Dann könnt ihr das auch nutzen. Und dann müssten wir, sollten wir erstmal soweit fertig sein. So, Interieur sind wir da. Gucken wir mal, was alles mit dabei ist. So sieht das hier alles mal aus, mit den ganzen Knöpfe und so. Gucken wir mal, was hier alles funktioniert. Ich starte jetzt mal. Ganz cool. Low Air, Luft. Hier geht auch Ignition. Geht dann hier auch mal der Hebel hoch. Handbremse. Funktioniert auch. So. Und dann können wir hier schon durchstarten. Ja, Navi funktioniert auch. Finde ich ganz cool. Von außen sieht er dann so aus. Das ist mal eine Kiste, hä? Schöner Sound übrigens. Geil. Hupe. Wie von so einem Dampfer hier. Geil. Er kommt ein bisschen schwer aus der Pötte, aber das macht nichts, meine Damen und Herren. Das macht wirklich gar nichts. Ich finde es richtig stark. Guck mal hier. Hat auch richtig guten Sound, ne? So, Scheinwischer funktionieren. Auch, guck mal hier. Geil. Das ist mal was Feines hier, ne? Coole Sache. Cool. Echt cool. Gibt's nichts. Machen wir einen Lichttest. Gucken wir mal, wie es aussieht, wenn es dunkel ist. Ist dann dunkel, ist gut munkel. Standlicht. Ist dann hier oben hier die kleinen Positionsleuchten. Die leuchten hier mit. Das heißt, es gibt quasi vorne den Scheibe kein Standlichtbändchen oder so der Richtung. So, hier ist ein bisschen dunkler, sieht man es besser. So, Abblendlicht. Fernlicht ist hier vorne mit integriert. Hier, pass auf. Genau, das ist. Genau. Hinten sieht es dann so aus. Das ist ein Bremslicht. Das ist dann der Blinker. Den hat man hier vorne am Kotflügel. Und dann dort natürlich auch im Außenspiegel. Genau. Das sieht man hier gar nicht, ne? Doch Blinker ist in dem Fall, sieht man es nicht. Nur wenn du hier blinkst, aber du hast keine Anzeige in dem Sinn, ne? Interieurlicht haben wir keins. Ah ja, aber genau, Rundumlicht haben wir dann hier, die hier oben. Also ganz feine Geschichte hier. Und ich glaube, die Leute haben richtig Bock auf so alte Geschichten, oder? Gehe ich mal schwer davon aus. Ich find's gut. So. Machen wir da rein. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz noch vielleicht, wenn wir irgendwas dran hängen, irgendwas, was wurscht ist. Vorne ist ja gleich irgendwas hier. Warte mal hier. Einfach nochmal zum Testen, dass ihr seht, wenn da was dranhängt an dem Hobel. Nochmal zum Testen, zum Checken. Wir nehmen jetzt einfach mal die Altverpackung. Ich wasche jetzt einfach mal rein zum. Warte mal, drehen wir die Kiste mal um. Und dann stellen wir uns hier mitten auf die Straße. Traffic habe ich ausgemacht. Genau, und dann würde es jetzt so aussehen jetzt hier, ne? So, das machen wir weg. Trailerkabel ist dran, da sieht man es. Und dann kannst du damit Altverpackung fahren. Ab, einmal quer. Durch die USA oder je nachdem worauf oder wo ihr dann hin wollt. Ne? Schön, ne? Das ist meine Bude hier. Das ist wirklich Old Bald Gold. So, meine Damen und Herren, mehr habe ich hier nicht hinzuzufügen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Mod, dann dürft ihr das natürlich gerne machen. Einfach kommentieren. Entweder hier oder im Steam Workshop. Da ist der Mod nämlich her. Ganz wichtig, ich erwähne es immer wieder, dass ihr da bitte ein bisschen aufpasst, wo ihr das Zeug her, wo ihr euch das runterladet. Daher nochmal ganz wichtig, also aus dem Steam Workshop. Link dazu in der Beschreibung. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Peterbilt von Smarty. In diesem Sinn, nette Freifahrt, macht's gut, bis bald und adios.